Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Hunter Call of Wild und ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht von Steam getrennt werde. Und ja, das war übrigens lustig. Ich habe gerade wieder mal über Expensive Worlds hergezogen und genau dann ist die Steam-Verbindung gekappt worden. Ja, weil ich durfte hier nochmal herrennen und habe jetzt übrigens auch das Zelt da wieder aufgestellt, weil eigentlich wollte ich das nicht tun, weil, keine Ahnung, ich so oft hier sowieso nicht jage auf Puerto Colinas an der Stelle. Ich meine, ab und zu, ja. Aber ich war ein bisschen faul. Und dann wurde ich wieder, ne, zurückgeschickt, musste nochmal ganz laufen und dann dachte ich so, ach komm hier, fuck it. Habe ich das Ding da hingestellt und ja. Eine Steam-Anbindung ist übrigens nur sinnvoll, wenn man auch Sachen hat, die mit Steam zu tun haben. Das sind nur die Server von den anderen Multiplayer-Leuten, was halt offline überhaupt keinen Sinn macht, aber ja, sicherlich hat das irgendwo seine Daseinsberechtigung. Das weiß wahrscheinlich nur der ITler-Praktikant, der da arbeitet. Aber gut, wir machen mal weiter. Und da vorne sehen wir, dass wir nichts sehen. Ich habe nur eben irgendeine Ziege gehört. Wo ist die Ziege? Ja, da ist Ziege. Oh, da ist Ziege. Ach, Ziege, Ziege, Ziege. Bitte, 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 ruhig, ruhig. Nee, bleib nicht stehen, bleib nicht stehen. Ach, egal. Okay, dann können wir da schon mal knicken. Dann können wir kaum hier irgendwelche, die schon aufgestellt haben. Wir sind nämlich heute auf Puerto Colinas hier. Oben mittig. Vergesst es manchmal zu sagen, aber... Oh, hi. Und das ist ein Vierer. Der Vierer sieht nice aus. Ich glaube, den Vierer hole ich mir. Übrigens sind hier oben die Steine in Ordnung. Hier kann man sich ruhig drauflegen. Würde ich euch allerdings nicht immer empfehlen. Das geht auch gerne mal nach hinten los. Guter Treffer. So, auf der rechten Seite werden wir dann vielleicht noch Ziegen haben, beziehungsweise die Ibexe. So. Wir müssen ganz sorgfältig gucken, weil man erkennt die auch nicht so gut hier, wenn die hier stehen, finde ich. Wenn das so eine große Gruppe ist, natürlich. Oh, da vorne. Da laufen noch welche. Ih, da ist irgendwas Großes, glaube ich. Nee, aber der eine sieht irgendwie besonders aus, der da. Wo laufen die denn hin? Umherziehend. Ich glaube nicht, dass der besonders ist, aber den will ich jetzt haben. Jetzt hat er mich horny gemacht. Ich hätte jetzt fast wieder einen Dänenspruch gemacht, aber nee. So, da vorne. Okay, also 340 Meter, das wird eng. Das wird sehr eng, denke ich. Oh, oh. Was das? Der Schuss! Habt ihr den Schuss gesehen? Wie der so weggeknickt ist? Also entweder habe ich sein Genick getroffen. Also entweder habe ich sein Genick getroffen oder ich habe seine Lunge getroffen. Eins von beiden wird sein. Aber dieser Schuss, ne? Dieser Schuss, mal ehrlich.
Wow. Das ist übrigens kein Eigenlob. Ich bin gerade nur erstaunt, dass ich den getroffen habe. Ich bin wirklich erstaunt. Wow. Übrigens, die hauen gerade ab, ne? Die Ibex sind hier, glaube ich, gerade gar nicht. Sollten die hier sein? Ja, wobei, ja doch, 8.40 Uhr. Eigentlich sollten sie hier schon sein. Die faulen Schweine, wo sind die? Oh, hi. Oh, da sind ja noch Mouflons. Der beste Mouflon von denen ist der da. Der 153er, der. Der sieht richtig gut aus. Wie weit ist der entfernt? Oh, 325 Meter, das heißt, wir können relativ draufhalten eigentlich. Ja, war Lunge. War Lunge. Es war Lunge. Ja, bis 153 geht er hoch. Das ist nicht schlecht. Also wirklich, können wir eben kurz gucken hier in the Internet. Ich gucke da mal eben. Und zwar bei Cuatro Galenas. Bei der Iberian Mavlon. Da müssen wir mal kurz gucken. Und ich muss unbedingt wieder Discord von meinem Handy deinstallieren. Ich kriege die ganze Zeit irgendwelche beschissenen Meldungen hier. Das fuckt mich voll ab, ey. Egal. Wo haben wir denn hier? Da haben wir den Iberian Mouflon. Der brauchen wir für Diamond 179. Ups. Aber, ne, weil ich gerade auf dem Desktop mal Linksklick gemacht hier. Egal. Nicht so wichtig. Wir schauen mal, wo die anderen sich hier so aufgestellt haben, falls sich hier welche aufgestellt haben. Also Mouflons hatten wir hier wirklich eigentlich relativ viele. Ne? Da vorne nochmal, sehr schön, 109er, ja, 127, 38, 29. Heute ist irgendwie keine gute Ibex-Zeit. Hier sind überhaupt keine Ibexe. Überhaupt nicht. Irgendwie ein bisschen sad. Und wundert mich auch ein bisschen, weil eigentlich waren hier immer Ibexe. Nicht gerade weniger. Strange. Echt strange. Aber gut, was willst du machen, ne? Es ist nun mal ein bisschen randy random hier. Das Randy. Gibt es diese Seite eigentlich noch? Randy Random? Das war so eine scheiß China-Pharma-Seite. Ich glaube, die hieß so irgendwas mit Random. Nee, Randy Random war von RimWorld. Nevermind. Es gab noch so eine komische China-Pharma-Seite. Auch so ein asiatischer Ausbeuterbetrieb. Der hieß auch irgendwas mit Random oder so. Oh, hier 138, nice. Habe ich eben gar nicht gesehen. Da vorne. Auch 316 Meter. Na komm. Ach komm. Guter Treffer. Also ich werde hier wahrscheinlich gleich sterben, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Oh. Nein! Nein, 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 nein! Stop it! So. Ich habe Skyrim, ich habe die Berge von Skyrim überlebt, ja? Und deren schreckliche Engine. Ich habe Bugtester überlebt. Also werde ich auch die Berge von Lazy Worlds hier überleben. So.
Alter. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sammeln sie ein. Wir brauchen ein paar Minuten dafür, denke ich. Und ja, das neue Projekt Minecraft. Haben sicherlich jetzt schon einige gesehen. Ist wirklich ein schönes Projekt, muss ich sagen. Macht mir sehr viel Spaß. Bin mal gespannt, wie lange es mir eine Laune machen wird. Aber bisher ist da eigentlich kein Ende zu sehen. Macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und nur das gleiche gilt auch für New Vegas. Eine Verhandlung macht natürlich auch noch sehr viel Spaß. New Vegas hat halt irgendwann ein Ende und danach wird ein Projekt kommen, das habe ich mir schon festgelegt. Und da freue ich mich schon drauf. Weil das wollte ich schon sehr viel früher machen, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Und ja, da freue ich mich definitiv drauf. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich es machen werde. Sonst werde ich vielleicht noch was anderes machen, aber es kommt auch so ein bisschen drauf an, worauf ich gerade dann richtig Bock habe. Momentan hätte ich echt Bock drauf. Aber das sind auch noch einige Folgen bei New Vegas, bis ich das fertig habe. Von daher, wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß. Das sind noch einige Folgen. Und jetzt sind die Ibexe da, wisst ihr? Jetzt sind sie da. Aber jetzt habe ich gar keinen Bock auf die. Heute wurde es eine Mufflonjagd. Ich habe auch keine Zeit mehr, hier mehr zu schießen. Ihr seht schon hier vorne alles dicht. Aber eine schöne Location, gell? Wir müssen uns auch so ein bisschen gleich auf die Spuren auf der Karte verlassen. Weil da vorne ist es verdammt buschig. Sehr buschig. Ne? Asiatisches Porno-Level buschig. Also da werden wir. Ey. Sag mal, ich hab euch verschont und das ist der Dank, ja? Undankbaren Ratten. Naja, auf jeden Fall, da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Und ja, aktuell sehr, sehr schön, dass der Kanal so aktiv ist hier. Das freut mich sehr. Das mit dem Angeln fand ich auch ganz schön. Ich jetzt allerdings auch wieder pausiert, weil ich irgendwie gemerkt habe, so, ne, da kam so ein bisschen so die. Ja, ich muss sagen, so diese Angelspiele zocke ich immer ganz gerne. Aber irgendwann nach einer gewissen Zeit kommt so ein Sättigungsgefühl. Nicht, dass ich sie nicht mehr mag oder so, aber es kommt so ein Gefühl von Sättigung. Und diese Sättigung. Die ist natürlich sehr uncool, wenn man dann, ne, Content machen möchte. So. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Also da ungefähr. Da. Ungefähr hier irgendwo sollte Blut sein. Vielleicht war das auch noch der Jagddruck von einem anderen Mal. Weil so weit können die nicht gekommen sein. Ja, vielleicht hat sich da auch wieder was aufgelöst. Das kann auch sein. Vielleicht finden wir gleich noch was. Suchen wir erstmal die anderen. Na, aber ihr seht das Problem hier. Na, da vorne, das ist sehr eindeutig. Ja, so ist eigentlich ein schönes Bild. Weiß noch nicht, welches ich nehme. 173, ja, ist jetzt nicht so der Oberknaller. Ist ganz nett.
Hier nochmal Silber. Ebenfalls solider Schuss. Da vorne haben wir noch einen. Ich glaube, den anderen werden wir nicht finden da. Ich weiß nicht, wo der ist. Es kann auch sein, dass der unsichtbar geworden ist. Manchmal gehen die Leichen, wenn die unsichtbar. Das war früher zumindest ein Bug. Vielleicht gibt es den immer noch. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Und ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber ich möchte eigentlich, wenn ich mich jetzt hier entscheiden muss, weil wenn wir wieder zurücklaufen, das würde zu lange dauern. Da hätten wir so ein paar Minuten Leerlauf, das ist auch ziemlich öde. Deswegen finde ich diesen einen guten Schuss, den man da gemacht, der war. Den würde ich gerne noch einsammeln. Also den anderen, den kann man einfach liegen lassen. Oder ich hole den nachher. Ja. Mal gucken, mal, ob ich den gleich noch einsammle, mal gucken. Ich hatte heute einen, ne? Der hat bei der Folge... Bei einer der ersten Folgen von mir irgendwie von dem Ding hier geklugscheißt und ich dachte mir so, ey Junge. Ernsthaft, es gibt über 300 Folgen von diesem LP und du klugscheißt in einer der ersten Folgen, ja? Das ist mir auch so, Digga, das geht gar nicht. Aber gut. Das war übrigens einer der Momente, wo ich das D-Wort verwendet habe. Das rutscht mir manchmal so raus. Versuch's mir aber abzugewinnen. Allgemein so die Jugendsprache möchte ich nicht zu sehr adaptieren. Ein paar Sachen sind okay. Aber, ne, wie gesagt, so manche finde ich auch ein bisschen too much. Gerade wenn es immer so in diese beleidigende Richtung geht. Den würde ich jetzt ja schon gerne fotografieren. Aber... Expensive Worlds ist leider zu sehr mit Bugs einbauen beschäftigt, als dass sie einen Fotomodus einbauen können. Okay, also hier haben wir einmal Grau. Grau sollte aber eigentlich nicht selten sein. Also ich glaube nicht, dass Grau selten ist. Ich sehe Grau nicht oft bei den Mouflons. Ich guck mal eben kurz nach, dann kann ich es euch sagen. Gray, es ist normal. Gray ist common. Albino ist selten. Melanistisch ist selten. Pristine, Winter und Oliv ist auch, eben, wenn jetzt ist bei Iberien, sorry. Mouflon. Gray ist bugged. Melanistic ist bugged. Und Albino ist rare. Das ist jetzt irgendwie verbuggt oder so. Ich glaube, den stopfe ich mir mal aus. Anscheinend ist er sehr selten, weil er verbuggt ist. Also hier steht bugged drin. Bei Gray, Melanistic und Albino. Schade, dass ich davon kein wirkliches Bild machen konnte. So. Ja, gut, meine Lieben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.